Es ist auch noch so, dass ein Großteil dieses esoterischen Wissens speziell von einer Yogaschule kommt, die von einem russischen Yoga-Praktizierenden gegründet wurde, schon in den 80er Jahren. Damals wurde das Yoga in Russland aber sehr verfolgt, so dass auch hier gewisse Probleme hatte mit den Staatsgewalten bzw. mit den sogar mit Geheimdiensten und anderen Strukturen. Einfach aus dem Hintergrund, weil die Geheimdienste eigentlich von jedem Staat heutzutage nach Leuten mit parapsychologischen Fähigkeiten suchen. Und das habe ich auch wiederum vor 2 Tagen angesprochen. Es gibt Bücher, die ein bisschen auch die Ausbildungen bzw. die Fähigkeiten von diesen Geheimdiensten beschreiben, also speziell KGB und so weiter, was man da auch hat. Und da werden Leute darauf trainiert, bestimmte übersinnlichen Fähigkeiten zu entwickeln, so hellhören, hellsehen und so weiter. Und die machen das aus diesem Hintergrund, weil ihr wisst, dass unsere Welt sich seit vielen Jahrhunderten bereits in den unterschiedlichsten Kriegen befindet und es werden auch die unterschiedlichen Techniken und Maßnahmen dafür verwendet, irgendwie um auf den Feind einzuwirken. Einfach gesagt werden Medien, also ein Medium ist ein Mensch, der übersinnliche Fähigkeiten hat, herangebildet oder ausgebildet, damit man irgendwie einen feindlichen Präsidenten irgendwie ausspähen kann, ausspionieren kann auf parapsychologischer Ebene oder auf telepathischer Ebene und auf ihn dann mit einer gewissen Art und Weise einzuwirken, damit der eine oder andere Präsident irgendwie krank wird oder einen Unfall hat und sonstige Sachen. Das sind keine Märchengeschichten, das existiert tatsächlich. Man hat aber auch, also man weiß, in den Yoga-Kreisen weiß man darüber Bescheid, dass es irgendwie so eine telepathische oder eine Fremdeinwirkung geben kann von einer Person auf die anderen, egal wo sich die andere Person befindet. In einem anderen Land oder anderen Kontinent. Es reichen irgendwelche Bilder von einer Person oder Gegenstände von einer Person. Und dann kann man schon irgendwie magisch, ich sag mal so, magisch ist ja auch der richtige Ausdruck dafür, magisch auf diese Persönlichkeiten einwirken. Gut. Und dieser gewisse Herr hat ja auch ein parapsychologisches Buch geschrieben. Man müsste das Yoga in dieser Schule nicht so verstehen, wie wir das machen, auf der Yogamatte in verschiedenen Asanas, sondern eher, wir arbeiten, wie gesagt, eher parapsychologisch, meditativ und esoterisch und bringen jetzt so für mich gesehen eine gewisse Vervollkommnung zu dem, was ich mache und gewisse auch Verständnisse, was Arbeit vielleicht mit Energien, energetische Einwirkung, energetischer Schutz angeht. Und da werde ich euch auch ein paar Sachen hier aus diesem Kreis oder aus diesem Wissen dieser Schule erzählen. Manches wird vielleicht neu sein, ungewohnt sein, manches wiederum vielleicht unglaubwürdig. Mit manchen Sachen werdet ihr vielleicht eher auch zustimmen, manche Sachen vielleicht ablehnen, das ist ja auch ganz normal. Wie sich dieser Vortrag dann entwickelt, das wird sich dann erst zum Schluss herausstellen, ob dann viel dran kommt oder nicht viel dran kommt. Das gucken wir mal uns an. Genau, auf jeden Fall, wie gesagt, heißt das Thema des Vortrags Esoterik. Und dann versuchen wir auch so ein bisschen vielleicht ein gemeinsames Gespräch aufzubauen. Ihr könnt die Fragen bei mir mittendrin stellen, jedes Mal, damit wir die Fragen im Laufe des Vortrags so erörtern, also nicht dann erst zum Schluss. Gut, was das Yoga Camp angeht, ist es immer wieder auch so eine energetische Herausforderung, die man als Veranstalter auch spürt und auch als Yogalehrer, die dann hier mit auftreten. Und dann müsst ihr als Teilnehmer auch ein gewisses Verständnis aufweisen in der Hinsicht, dass wir aus eurer Sicht heraus irgendwie auch ab und zu mal komisch reagieren können oder irgendwie auf euch nicht immer eingehen können und so weiter oder abblocken können oder ihr uns irgendwie falsch auffasst oder falsch versteht und sagt, wie ist denn der jetzt drauf? Ab hin und wieder, ich sage jetzt nicht, dass das pauschal ist und ständig, sondern hin und wieder kann das passieren. Ihr wisst es selber wahrscheinlich, wenn man jetzt
ja, Beziehungen pflegt zu seinem Partner oder zu Freunden und dann hat der eine was gesagt und man hat was komplett anderes verstanden. Oder dann sagt man zu ihm, du hast doch zu mir gerade das und das gesagt. Und dann sagt der oder diejenige, nein, ich habe das nicht gesagt, ich habe ganz was anderes gesagt und gemeint. Also es ist so, dass zwischen uns bestimmte Energien dann auch existieren oder unter uns und die lenken uns irgendwie ab und verzehren irgendwie die Information der Kommunikation untereinander. Also das muss man auch verstehen, das ist dann jetzt nicht, dass der euer Gegenüber, Gesprächspartner oder so, euch etwas Böses will oder irgendwie euch täuschen will oder euch anlügt oder so. Das ist halt diese Kommunikationsfehler, die immer wieder auftreten. Ich sage das mal so dazu. Und je mehr man versucht, sich geistlich und spirituell weiterzuentwickeln beziehungsweise die Projekte zu realisieren in dieser Hinsicht, dann spürt man das umso mehr oder eher mal. Es war von einer der Yogaschulen, wo ich gelernt habe, ich habe mit denen sehr viel kommuniziert und habe mal zu meiner weiblichen Yogalehrerin gesagt, ja, wir werden in Deutschland auch bald eine Yogalehrerausbildung organisieren und durchführen. Eigentlich kann ein Mensch das schwer alleine stemmen. Vielleicht gibt es Yogalehrer, aber das würde zum einen sehr lang dauern, zum anderen vielleicht nicht so viel Spaß machen oder nicht so abwechslungsreich sein, also wenn es nur einer macht. Deshalb habe ich das auch versucht, mehr oder weniger auch andere Leute da mit hinein zu integrieren. Und wenn das Leute sind, mit denen man befreundet ist und sich öfter sieht und trifft, bewirken diese Energien auch hin und wieder sowas, dass man halt in irgendwelche Streitigkeiten oder in Missverständnisse gerät. Und wenn man da nicht aufpasst, kann es schnell sein, dass halt diese Gruppe oder Gemeinschaft irgendwie sich zerstreitet und auseinandergeht. Also das ist die Beobachtung von vielen Yoga-Praktizierenden, von vielen Yoga-Lehrern. Deshalb muss man auch irgendwo lernen, einen kühlen Kopf zu bewahren und gewissen Abstand zu pflegen. Und wenn man diese Hintergründe versteht, dann kann man das auch eher und besser nachvollziehen. Und ihr wisst ja selber alle, wir sind alle Menschen an einem Tag. Also die anderen lassen sich oft mal besser beobachten als wir selbst. Und ihr merkt, der Mensch ist an einem Tag so drauf, am anderen Tag ganz anders. Ich sag mal so in Anführungsstrichen, der tickt ganz anders. Wie gesagt, das heißt aber nicht, wenn einer einen schlechten Tag hat oder schlecht drauf ist oder euch sogar irgendwie beleidigt, dass er immer so ist. Da muss man auch die Hintergründe verstehen, warum er so reagiert, warum er sowas sagt. Und alles ist ja im Wechsel. Am anderen Tag ist man halt in einem anderen Zustand. Und so gibt es sogar hier beobachtungsweise von mir und in vielen anderen Projekten sowas wie ein, sage ich mal, Auswahlverfahren. Wer überhaupt dann zum Yoga-Camp hinkommt und wer nicht, wer es hierher schafft. Es kann ja auch sein, dass irgendwie das Auto streikt und dann irgendwelche Hindernisse dann auftauchen oder so weiter. Oder in der Familie passiert etwas, wo man dann nicht hinkommen kann und nicht hinfahren kann. Oder man steht ewig im Stau oder verfährt sich auch mal. Das ist auch alles, wie gesagt, eine Gesetzmäßigkeit und kein Zufall oder keine Zufälle. Und wenn man es dann hierher geschafft hat oder ich sage auch zu einer Vipassana oder überhaupt in die einzelne Yoga-Einheit, die unter der Woche laufen, dann kann man schon davon ausgehen, dass energetisches mit einem mehr oder weniger alles gut beschaffen ist. Aber wenn dann einen diese Energien davon abhalten, ins Yoga zu kommen, zum Yoga-Camp, zu Vipassana oder zu anderen Projekten, dann heißt es, man muss erst recht hinfahren. Das heißt, dass gewisse eigenen Umstände, ich kann auch Karma dazu sagen oder halt, wie gesagt, Energien einen davon abhalten, diese Energien eben loszuwerden. Aber man muss sie, wie ich das vorgestern schon gesagt habe, nicht als irgendwelche Dämonen oder Teufel vorstellen oder sonstiges. Oft sind es die eigenen Gedanken, die eigenen Energien, die eigenen Emotionen, die das so bewirken. Okay, und durch das Yoga zieht man sie eigentlich an die Oberfläche hervor und man kann durch das Yoga, ich denke mal vielleicht allein durch das Yoga, durch Meditationen, die eigentlich auch beseitigen und loswerden, indem man auf der Yogamatte, in der Meditation diese gewisse Askese erlebt, lassen die einen los. Und erst, glaube ich, heute habe ich mit einer Teilnehmerin gesprochen, dass ja, sie hat auch Interesse dann an Projekten und Veranstaltungen wie die Vipassana, dass manche die Vipassana abbrechen. Auch zum größten Teil aus diesen Gründen würde man die Vipassana durch
durchmachen oder bis zum Ende durchziehen und auf diese Probleme, die mittendrin auftauchen, sei es aus dem Inneren oder aus dem Äußeren, irgendwie durch Familienmitglieder, die dann irgendwie sich melden und über Schwierigkeiten oder sonstiges erzählen. Wenn man die Vipassana durchzieht, dann lösen sich die Probleme auf. Ich erzähle jetzt euch nochmal eine Geschichte, die ist jetzt auch so fast ein bisschen makaber für mich, nicht ganz glaubwürdig. Aber ich versuche jetzt durch verschiedene Beispiele und Geschichten euch das näher zu bringen, was damit gemeint ist. Ein Yogalehrer hat auch über seinen Vater erzählt, der angeblich sehr oft in der Natur alleine praktiziert hat, irgendwo im Uralgebirge oder sonstiges, irgendwo in der Taiga. Und dann sitzt er da, angeblich in der Meditation. Wie gesagt, ich glaube die Geschichte nicht ganz, auf alle Fälle erzählen ab und zu Leute mal sowas. Und dann ist angeblich ein Wolf irgendwo rausgegangen aus dem Wald und der ist immer noch in der Meditation gesessen, ist ihm näher gekommen, hat ihn am Gesicht und am Kopf gerochen, dieser Wolf. Er hat immer noch meditiert und nicht abgebrochen. Und dann hat er angefangen, ihn, keine Ahnung, ein Ohr abzunageln oder die Nase abzunageln und so weiter, dieser Wolf. Und der hat immer noch, ist in der Meditation verharrt und sitzen geblieben für die Zeit, in die er sich vorgenommen hat zu meditieren. Und letztendlich, als er mit der Meditation fertig war, obwohl er angeblich dann noch starke Schmerzen erlitten hat, als er mit der Meditation fertig war und die Augen aufgemacht hat, war gar kein Wolf da. Das war halt sowas wie eine Illusion oder so eine Täuschung seines eigenen Verstandes und so weiter. Oder halt im Buddhismus nennt man diese Energien also Mara. Also Mara ist personifiziert, vielleicht so als in der christlichen Kultur als Dämon, als der Teufel, als Verführer dargestellt. Also er wirkt nicht immer so in Menschengestalt, sondern irgendwie so, sag mal, auf energetisch, auf einer subtilen, unsichtbaren Ebene. Und oft ist es keine Gestalt, die von außen irgendwie zu uns herkommt oder irgendwie auftaucht, sondern es ist halt, sind unsere eigenen Gedanken, es ist ein gewisser Teil von uns selbst, auch unser dunkler Teil von uns selbst, der halt auf die eine oder andere Weise auf unsere Realität wirkt und auf uns persönlich auch. Gut, und so kann man das auch als Mara bezeichnen, diese Verzerrung des Informationsflusses untereinander. Also diese Kommunikation, sodass, wie gesagt, diese Missverständnisse entstehen und so weiter und dadurch auch Emotionen, Streitereien und so weiter. Gut, ansonsten oder als weiteres wollte ich euch über die Funktion und die Arbeit unseres Bewusstseins erzählen und dann auch ein bisschen zu der aktuellen Lage etwas dazu. Beziehungsweise die aktuelle Lage lässt mich diese Sachverhalte viel besser verstehen, warum das so ist. Also meine Beobachtungen sind ja folgende. Seitdem das mit dem Corona begonnen hat, haben sich diese Beobachtungen verstärkt, dass jeder Mensch in seiner eigenen Realität lebt. Vielleicht ist es auch künstlich so erzeugt, beziehungsweise auch so gewollt, dass man die Menschen spaltet. Die einen konsumieren ja das eine Medium, zum Beispiel, sage ich mal, Radio und Fernsehen, die anderen konsumieren nur Internet und vielleicht sogar, wenn man das andere extrem betrachtet, nur irgendwelche Verschwörungstheorien und so weiter. Und so driften diese beiden Gesellschaft oder Personengruppen immer weit auseinander, so dass für die einen die eine Realität existiert, wo das Virus eine tatsächliche Bedrohung darstellt und eine Lebensgefahr darstellt. Und dann gibt es das andere Extrem, für die ist das Virus überhaupt nicht existiert und alles ist nur eine Täuschung und eine Lüge. Und weil diese beiden Realitäten so weit auseinandergedriftet sind, so Monat für Monat oder Woche für Woche, gibt es dann diese Streitereien, Auseinandersetzungen und Missverständnisse, so dass der eine Pol sagt, ja, die anderen, die sind irgendwelche Spinner, Verschwörungstheoretiker und so weiter oder irgendwie sogar Nazis und so. Die leben in einem Irrglauben und die anderen wiederum sprechen über die anderen, das sind irgendwelche Schlafschafe und so und Fernsehzuschauer und so weiter, die halt jede Lüge glauben. Letztendlich müsste man, also meine eigene individuelle Meinung, es täuschen sich die einen, sowohl auch die anderen. Weil unser Bewusstseinssystem ist so aufgebaut, dass wir nur einen sehr gewissen, sehr kleinen Teil der Realität wahrnehmen können, so ein ganz, ganz kleines Spektrum. Das passiert aus dem Hintergrund, weil um ein größeres Spektrum an der eigenen Realität wahrzunehmen, bräuchte man auch mehr Energie. Und diese Energie fehlt uns einfach. Und weil der Körper irgendwie auch
zusätzliche Energie einsparen möchte für gewisse andere, sage ich mal, Prozesse im Organismus, arbeitet das Bewusstsein bei den meisten Menschen auch, ich sag mal so, auf Sparflamme oder auf das Maximum des ihm Zumutbaren. Und so erlebt jeder so einen sehr geringen Abschnitt von der Realität, die sehr, sehr vielfältig ist und sehr umfangreich ist. Wie gesagt, deshalb sage ich das so, dass sich die einen täuschen, sowie auch die anderen täuschen. Aber so ein ganzheitliches Bild zu dessen, was gerade passiert und abläuft, hat mir bisher noch keiner erzählen können und so weiter, weil jeder spricht irgendwo aus seiner eigenen Ecke und aus seinem eigenen Blickwinkel heraus. Aber um das Bild ganzheitlich zu sehen, müsste man halt genügendes Potenzial an Energie aufbauen. Auf Deutsch gesagt, dass man halt sich auf viele, viele Ebenen darüber hinaus bewegt und halt, als ob man von oben das Ganze betrachten würde und von oben das gesamte Bild sieht, aus so einer gewissen Höhe, wo man sieht, dass die anderen, dass die einen, aber auch die anderen recht haben. Also nicht, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, dass die sich täuschen und die sich täuschen, sondern dass jeder recht hat für sich, sage ich mal so. Und jeder hat aber auch das Recht, in seiner eigenen Realität zu existieren, die er sich ausgesucht hat. Weil es ist ja für den angenehmer und der Mensch, beziehungsweise auch viele Tiere sind so, die leben in ihrer Realität, und sobald man sie beginnt, da rauszureißen oder diese Realität zu verändern oder den Menschen selber verändern zu wollen, dann wehrt der Mensch sich mit Händen und Füßen und verteidigt auch diese seine eigene Realität mit Händen und Füßen. Und deshalb sind ja in letzter Zeit so viele Streitereien, Scheidungen und so weiter entstanden aus diesen gewissen Maßnahmen. Also ich sage ja auch bewusst Maßnahmen dazu, weil ich denke schon, dass das irgendwo auch künstlich herbeigeführt wurde, so die ganze Geschichte. Wir leben in der Zeit, also wie die vedischen Astrologen sagen, in der Zeit des Rahu. Rahu ist eigentlich ein Knoten, der sich also zwischen Erde und Mond irgendwo auf einer gewissen Umlaufbahn, das ist auch so ein bisschen mythologische Erklärung des Ganzen, ist ein gewisser Knoten, und wenn die Sonne oder der Mond in diesen Knoten hineingeht, dann gibt es eine Sonnenfinsternis. Also laut der Mythologie verschlingt der Rahu die Sonne und dann gibt es die Sonnenfinsternis. Also Rahu wird auch so als Dämon beschrieben und bezeichnet. Rahu ist aber auch ein Dämon der Illusion, also der für Illusion steht. Und das ganze Bewusstsein der Menschheit ist jetzt in diesem Rahu, sage ich mal, gefangen durch das Internet. Wenn die Menschen früher ihr Bewusstsein auch, wie du sagst, also auf die Natur, auf die Mitmenschen und nach außen gerichtet haben, weil sie an ihrem Umfeld gearbeitet haben, ich sag mal irgendwo auf einem Feld oder sonstiges oder halt durch ihr Handwerk heraus, verbringen die Menschen heute, keine Ahnung, manche vielleicht so bis zu 90% ihres Tages, wo sie wach sind, im Internet irgendwo. Das heißt, man konzentriert sich darauf und das ganze Bewusstsein ist einem künstlich geschaffenen Umfeld heraus. Und je mehr Menschen so in dieser Illusion leben, desto weniger gibt es die Illusion halt auf die Wahrheit und auf das, was einen umgibt. Man kann aber umso besser auch, da gehören ja Fernsehen und anderen Medien dazu, kann man die Menschen irreführen und irreleiten. Und was ich auch beobachte, was sehr modern ist, seit einem Jahr, was sehr modern ist, ist einfach Angst zu verbreiten und Panik bei den Leuten zu verbreiten. Weil wenn man das eine Extrem anguckt, sag mal Leute, die Fernsehen schauen, was da für Panik verbreitet wird, was auch mit dem Corona zusammenhängt, also oft übertrieben und so weiter, und das ist was wie ein Horrorfilm aussieht, was um uns herum passiert, dann geht man auf der Straße und man sieht eigentlich das gar nicht. Man sieht irgendwie den schönen Himmel und den See und so weiter und alle Leute, die sich über das Leben freuen. Dann guckt man wiederum die anderen an, die sagen, ja, irgendwie das ist eine Lüge und das ist alles künstlich erzeugt und erschaffen und so weiter. Auch die mit ihren, sage ich mal, Offenbarungen oder mit ihren Verschwörungstheorien verbreiten auch ganz, ganz viel Panik, sodass die Menschen dann letztendlich, ob sie jetzt sich auf diesem Pol befinden, in der Mitte oder auf dem anderen Pol, auch durch die Angst gesteuert werden. Weil man hat uns tatsächlich irgendwo auf der Angst an den Haken gesetzt, um unsere halt Überlebensangst beziehungsweise um die Angst zu sterben oder das Leben zu verlieren. Weil die einen und die anderen wollen einfach halt
am Leben bleiben, weil das ist unser natürlicher Instinkt. Und mit dieser Angst, dass man sich irgendwie ansteckt oder dass irgendwelche bösen Mächte hier auf der Erde uns alle umbringen wollen durch irgendwelche Spritzen, das ist auch wiederum Angst. Und das ist auch wiederum, dass man jetzt, wie du das sagst, aus sich herausgeht in einer künstlichen Welt, in einer von jemandem anderen geschaffenen Realität lebt. Und der jemand, der diese Realität schafft, der zapft eigentlich so die ganze Energie ab. Und die Energie des Angstes ist ja so ein sehr großer Energieverlust oder Potenzialverlust, so dass die Menschen sich schwer realisieren können, indem sie sich zu realisieren hätten, so in ihren eigenen Projekten, Absichten, in ihrem eigenen Leben und so weiter. Also wenn wir jetzt hier im Yoga-Camp sind, dann würde ich auch sagen, dass sie sich in ihrem Yoga-Weg schlechter realisieren können, indem aber auch, wenn jetzt in einem bestimmten Land so Terrorismus herrschen würde, schlimme Krankheiten oder sonstige Katastrophen, dann ist an das Yoga nicht zu denken. Weil sobald sich das der Überlebensinstinkt einschaltet, geht man einfach nicht ins Yoga-Studio und praktiziert kein Yoga, weil dann ist der Kopf mit anderen Sachen beschäftigt. Dann ist man ganz einfach nicht in dem Modus, um halt so an sich selbst zu arbeiten. Das wurde schon auch beobachtet von Yoga-Lehrern in Russland, wenn mal irgendwie so ein Haus in die Luft gesprengt wurde von Terroristen oder sowas, dann sind alle Yoga-Studios in der Stadt leer. Obwohl es halt nur kurzfristige, wie gesagt, Situation ist und dann ist alles wieder gut und alles wieder aufgeklärt. Trotzdem dauert es eine gewisse Zeit, bis die Menschen wieder vom Bewusstsein hier so weit sind, dass sie sich ruhig auf sich selbst und auf das Innere konzentrieren können. Und so hat diese ganze Situation geführt, die halt hier seit dem letzten Jahr hier auf der Erde passiert, dass es fürs Yoga noch um einiges schwieriger geworden ist. Zum einen, weil die Yoga-Studios zu sind, zum anderen, weil die Menschen auch irgendwo Ängste haben vor Krisen, irgendwelchen Wirtschaftskrisen und so weiter, weil man möchte das Geld sparen und aufheben. Man hat jetzt eigentlich den Kopf nicht dazu, um das Yoga zu praktizieren. Für für Praktiker, die das halt ernsthafter praktizieren und das Yoga eigentlich auch lieben, ist es umso mehr eine eher günstige Zeit und eine bessere Zeit, weil man unter schwierigen Bedingungen mehr erreichen kann letztendlich. Also es gibt auch im Buddhismus, in anderen Yoga-Lehren, diesen Vergleich, wenn man in einer guten Zeit eine Stunde Yoga praktiziert, wo alle fast erleuchtet sind um einen herum und es wird das Yoga auch vielleicht auf staatlicher Ebene unterstützt, ob man da jetzt eine Yogastunde mitmacht oder unter sehr widrigen Bedingungen, keine Ahnung, wenn Naturkatastrophen und keine Ahnung, uns der Himmel auf den Kopf fällt und so weiter und Kriege um uns herum passieren und andere Katastrophen und wenn man in diesen widrigen Bedingungen schafft, irgendwie in die Yogastunde zu gehen und praktizieren, hat man viel mehr Resultat und hat man viel mehr umgesetzt und viel mehr Potenzial bewiesen als bei den leichten Zeiten. So ähnlich wie ein Kampfsportler, der zieht sich bestimmte Gewichte an, um halt mehr aus dem Training herauszuholen. So ähnlich wäre das und so ähnlich war das auch zu verstehen. Und weil ich ja auch eine bestimmte Sichtweise auf das Ganze habe, erzähle ich auch euch meine Sichtweise des Ganzen, wie ich das sehe, was da passiert. Also ihr dürft natürlich eure eigene Meinung haben, wie gesagt, das, was jetzt darauf folgt, ist meine persönliche Meinung. Ich habe in bestimmten Büchern, zum größten Teil waren es die Bücher von Sidorov, über die Geschichte oder über die esoterische Entwicklung der Welt gelesen. Und durch andere Quellen habe ich das auch irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise unterstützt bekommen. Und der Anfang der jetzigen Zivilisation ist ja irgendwo in Ägypten gesetzt, so dass in Ägypten neben Sonnenkulten auch gewisse Totenkulte oder dunklen Kulte entstanden sind nach und nach. Vor allem hat man dort in Ägypten den Gott Set verehrt, also diese dunklen Priester. Und Set ist die, sage ich mal, in der Wüste todbringende Sonnenenergie. Also es gibt den positiven Aspekt der Sonne, diese lebensspendende, wärmende Kraft. Und es gibt aber auch den tödlichen Aspekt der Sonne, also dieses helle, austrocknende, dieses alles vernichtende, starke Sonnenlicht. Also das war der Gott, der Set hieß. Und da gab es eine bestimmte Priesterkaste, die sich daraus entwickelt hat. Und aus dieser Priesterkaste heraus haben dann gewisse Menschen auch das Karthago gegründet. Das ist auch Nordafrika, irgendwo so im Mittelmeerraum.
Und Karthago war zu der damaligen Zeit eine, ja, für aus unserer heutigen Sicht heraus Weltmacht. Also es hatte keine andere staatliche und wirtschaftliche Macht Karthago irgendwie die ja, Paroli bieten können oder wie das auch heißt, also in die Schranken weisen können. Und dann wurde das Römische Reich nach und nach aufgebaut parallel, und diese zwei Reiche haben viele Kriege geführt. Und dann haben sich diese Priester entschlossen, nach Rom umzuziehen, sind nach Rom umgezogen, und als das passiert ist, ist Karthago zum ersten Mal gefallen und diese Weltmacht wurde zerstört, und man hat, oder daraus hat sich dann das Römische Reich gebildet, hat ja auch sehr viele Länder besessen und den ganzen Mittelmeerraum beherrscht, und wir sehen, vom Römischen Reich ist schon seit vielen, vielen Jahren nichts mehr übrig geblieben. Also es wird von diesen gewissen, ich sag mal, ja, Gruppen von Menschen oder von diesen gewissen Kulten so eine Art parasitärer Umzug veranstaltet. Also über den Ursprung, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil ich das sowieso nicht genau erklären können. Es betrifft jetzt mehr unsere heutige Zeit. Und dieses Römische Reich hat ja auch sehr viel also mit Sklaven zu tun gehabt, während andere Reiche, zum Beispiel das Slawische Reich, das Germanische und Skandinavische Reich, haben nie Sklaven gehalten, während in Griechenland und in Rom fast jeder, sage ich mal, Aristokrat und auch andere Menschen Sklaven gehalten haben, Menschen verkauft haben und so. Das ist auch hier der Menschenhandel, der sich wie ein roter Faden hier da durchzieht. Und das Römische Reich zerfiel dann vor allem vielleicht aus dem Hintergrund, dass diese Priesterkaste auch wieder woanders hingezogen ist, aber auch die Aristokratie in Rom begann, da gibt es andere Bücher und Belege und Quellen dafür, die haben ja begonnen, dann ein bisschen ein unethisches Leben zu führen oder ein sexuell ausschweifendes Leben zu führen. Also ihr Verhalten war nach und nach pervertiert. Ein kleines Beispiel, was jetzt nicht in diesen Bereich fällt, sondern im Bereich des Essens. Sie hatten Feste veranstaltet und Sklaven sind dann mit irgendwelchen Wannen zu den Festen hingegangen, weil diese Aristokratie, die haben gegessen, dann haben sie also alles herausgespien, also in diese Badewannen, so dass sie halt den ganzen Tag nur essen können. Also gegessen, erbrochen, um ihre Gelüste zu, wie soll ich sagen, zu befriedigen, um ihre Sinne zu reizen und so weiter. Also das ist ein bisschen ausgeartet, die ganze Geschichte. Und das war auch also eine, so ein Grund des ganzen Untergangs. Und dann hat man ja in Europa die Aristokratie und den Adel, nach und nach ist ja dann entstanden, sodass Europa auch eine Weltmacht gewesen ist, einige Jahrhunderte lang. Und die Europäer, vor allem die Engländer, hatten ja auch sehr viele Kolonien, die sie in Anführungsstrichen ausgeraubt haben. Also ein sehr kleines Reich hat viele Regionen auf der Erde beherrscht, und diese Regionen mussten ihm, ja, sag ich mal, Zoll bezahlen und so weiter und durch andere Geschichten. Es gibt Überlieferungen aus Indien, vor ungefähr 200 Jahren, 250 Jahren gab es in Indien fast gar keine Armen und viele Klöster und Tempel waren mit Goldstatuen ausgestattet und sehr viel Reichtum war da in Indien eigentlich vorhanden. Und dann ist ein englischer Offizier mal in der Kolonialzeit noch vielleicht vor 200, vor 250 Jahren durch Indien gereist und hat diesen ganzen Reichtum gesehen, beobachtet und irgendwo vielleicht auch dokumentiert, so dass Indien sich halt nach dieser Kolonialzeit in ein sehr armes Land verwandelt hat, mit sehr vielen Bettlern, mit sehr vielen Kranken, Missgebildeten und so weiter. Also man hat aus einem sehr reichen Land, wo es gar keine Armen gegeben hat, ein Land geschaffen oder in ein Land verwandelt, wo halt sehr, also ganze Regionen nur aus Bettlern und Menschen, die halt nichts haben, besteht. Gut, und es hat auch sehr enge Verbindung mit dem Christentum, weil das Christentum ist ja auch vor ungefähr 1000 Jahren nach Europa eingewandert mit sehr vielen Opfern dafür, weil man hat das auch mit Feuer und Schwert verbreitet. Und das Christentum, also auch mit dem Vatikan heraus, mit der City of London als wirtschaftliche Macht, haben dann sozusagen die ganze Welt beherrscht. Und vor circa 20, 25 Jahren, also den Quellen von Sidorov nach,
Aber ich habe auch in Deutschland, sage ich mal, Enthusiasten auch erlebt, die mittlerweile gesperrt wurden. Die haben auch das Gleiche behauptet, dass diese Macht, diese Priesterkaste vor 25, 30 Jahren aus Europa nach China umgezogen ist. Und dass China, wie wir sehen, wächst als Wirtschaftsmacht ungemein schnell. Und es ist halt, wie gesagt, es sind die gleichen Leute, bloß das System wandert von einem Land ins andere, weil Europa hat man schon ja, ausgeziert sozusagen, und es gibt vielleicht nicht mehr viel zu holen, das ganze Potenzial. Und in China gibt es ja dieses, ich sag mal, menschliche Potenzial und so weiter. Und so wird es jetzt von dort aus gelenkt, also viele Prozesse auf der Erde werden von dort gelenkt, aber man muss nicht denken, dass die nur dort sind und eingekapselt sind. Also die haben ihre Fäden und ihre Menschen, die sie dann auch vielleicht kaufen oder die auch zu dieser Gruppierung gehören, also überall und weltweit, und sie wirken irgendwo auch zusammen. Man kann jetzt nicht sagen, dass, obwohl auch es so aussehen mag, Europa irgendwie gegen China vorgeht oder China gegen Europa und so weiter. Letztendlich gibt es irgendwo so eine, in Anführungsstrichen, schwarze Elite, die das Ganze kontrolliert, die in einem jeden Land ihre oder seine Leute hat und so weiter. Und also aus meiner Sicht heraus denke ich, dass ungefähr seit 2015 haben hier in Europa bestimmte Änderungen also stattgefunden zum ersten Mal und dann immer schlimmer und schlimmer und dann auch zusätzlich die Corona-Krise. Man muss aber auch den wirtschaftlichen Hintergrund irgendwo verstehen, dass man auch seit 2010, 15 dann vermehrt Ingenieure nach China geschickt hat, dort auch gewisse Betriebe, Konzerne sehr stark und sehr schnell gewachsen sind, unter anderem aber auch durch europäische Fachkräfte aufgebaut wurden. Viele Firmen haben auch Partnerschaften eingegangen mit chinesischen Firmen, aber die Chinesen sind aus ihrer Mentalität auch so, wenn, sage ich mal, ja, Europäer so sind, dass sie ihr Wissen mit anderen teilen, ihr Know-how, ich spreche jetzt speziell vom technischen Wissen, sind die Chinesen schon immer so gewesen, und meine Frau bestätigt das auch, weil sie auch in China viel Zeit verbracht hat und dort also ihre ja, therapeutischen Ausbildungen durchgemacht hat. Die Chinesen, die teilen ihr Wissen mit keinem, also nur mit ihren eigenen, die haben ja auch dieses so ein bisschen Kastendenken, sage ich mal, dazu. Und wenn ein deutscher Ingenieur nach China fährt und alles ihnen dort erzählt und sie unterrichtet, was er alles weiß, wird ein Chinese das kaum machen, dass er halt hierher fährt und alle Geheimnisse ausplaudert und so weiter. Und so hat man nicht nur das energetische Potenzial, sondern das intellektuelle Potenzial auch so nach und nach abgezapft. In den letzten 5, 6 Jahren habe ich auch gehört, dass es auch so, sage ich mal, ganze Städte gibt, wo deutsche Ingenieure leben und für chinesische Firmen bzw. auch für deutsche Firmen, die in China ansässig sind, arbeiten und so weiter. Und dieser, ich sag mal, Fachkräftefluss und Informationswissensfluss, der geht nur in eine Richtung. Also von dort kommt bekanntlich ja nichts zurück. Und man hat sich vielleicht entschlossen, nach und nach Europa komplett abzubauen und hier das Ganze, also nicht die Zivilisation, sondern einen gewissen Teil der Wirtschaft zu schließen, beziehungsweise auch weltweit. Und diese Prozesse, die gerade stattfinden, haben meiner Meinung nach eher wirtschaftliche Gründe, vielleicht auch irgendwo demografische Gründe, halt demografisch, was mit der Weltbevölkerung, mit den Menschen speziell zu tun hat. Weil in der Zeit der Corona-Krise ist die wirtschaftliche Stärke von China bzw. das Wirtschaftswachstum um, keine Ahnung, 10 bis 17% zugelegt, während alle anderen Länder ein Minus verzeichnen und rote Zahlen schreiben, ist das das einzige Land, was viel, viel mehr über den Durchschnitt erwirtschaftet und das Wirtschaftswachstum. Also wenn man ausgeht von 5 bis 7% im Durchschnitt pro Jahr, haben die jetzt in den letzten Jahren, keine Ahnung, 15 bis 17% Wirtschaftswachstum gehabt. Und wenn man jetzt diese wirtschaftliche Ebene betrachtet, wird einem vielleicht mehr klar, was gerade so passiert und wie das Ganze noch ausgehen könnte in der Zeit. Und wenn man jetzt auch über die herrschende Partei dort, über die Kommunisten spricht, soll man auch nicht denken, dass irgendwie der Kommunismus aus Russland nach China eingewandert ist und das eine Ideologie ist, die in Russland entstanden ist, die ist in Europa entstanden, und viele von euch wissen, dass es Karl Marx und Friedrich Engels war, die als Erste vielleicht irgendwo die Grundzüge dafür gelegt haben oder die Basis dafür gelegt haben, was die Lebensweise, die Denkweise, aber auch die Wirtschaftlichkeit betrifft.
Und man hat es dann geschafft. Man hat vielleicht versucht, auch das in Deutschland einzuführen. Vielleicht hat es damals nicht funktioniert, weil die Menschen noch nicht so weit waren oder das auch nicht akzeptiert haben. In Russland hat es dann funktioniert, den Kommunismus einzuführen. Und es waren nicht gewisse Leute, man musste es so als System betrachten. Und dann hat man es auch nach Asien gebracht, zu einem gewissen Teil. Aber die Wurzeln und die Menschen und die Leute, die halt das auch hier, sage ich mal, etablieren möchten, die sind auch immer noch da und in Europa, sage ich mal, und in Russland verbreitet. So, dass man auch annimmt, dass die amerikanische und die deutsche Regierung, also nicht jeder, sondern einzelne Herrschaften oder auch Frauen mit gewissen kommunistischen Strukturen in China in Verbindung stehen, mit denen zusammenarbeiten und halt auf, sogar auf den Befehl der Chinesen hier handeln. Und so. Und deshalb haben wir auch unter anderem, denke ich mal, die Zustände, die hier herrschen und erleben hier das ganze Theater. Ob das jetzt mit dem Virus so schlimm ist oder nicht schlimm ist, ich bin kein Mediziner, ich bin kein Virologe, da kann ich euch nicht viel dazu sagen. Das Einzige, was ich auch mitbekommen habe in der letzten Zeit, dass der oberste Virologe in den USA auch sehr große Gelder nach China überwiesen hat, vor zwei Jahren, wo das Ganze noch, wo keiner noch von Corona etwas gehört hat. Und wie gesagt, die werden wahrscheinlich auch ihre Befehle von dort irgendwo herbekommen. Gut, so bitte? Das sagt deine Frau dazu. Zu was? Das müsst ihr sie fragen. Also wie gesagt, also aus der medizinischen Sicht oder aus der Doktorsicht, da will ich mich dazu nicht äußern, weil ich hier das aus der esoterischen Sicht erzählen möchte. Wie gesagt, das ist wiederum auch meine eigene Meinung. So, also haben wir jetzt am Anfang gesagt, dass wir nur einen Teil der Realität wahrnehmen und dann gibt es auch Möglichkeiten und Praktiken, zusätzliche Energie aufzubauen, um mehr von der Realität aufzunehmen, um sich vielleicht ein klareres oder ein besseres Bild über das Ganze zu machen. Und die beste, vielleicht sogar die einzige Methode ist es, diese Energie aufzubauen, den Energieverlust überhaupt einzudämmen. Das passiert sehr gut, wenn man sich von der Außenwelt abschottet oder sich einsperrt, irgendwo in einem Kloster, in einer Höhle oder irgendwo in den Wald, in die Berge geht mit seinem Zelt und alleine dort eine gewisse Zeit verbringt. Dort hat man nicht die Möglichkeit, seine Energie zu verbrennen, über das Internet irgendwie, über irgendwelche Medien, über Gespräche mit anderen Menschen und so weiter. Oder auch halt die Arbeit, der man alltäglich nachgeht, die kostet ja uns auch sehr viel Energie. Und so könnte man ein bisschen ein größeres Energiepotenzial aufbauen, um das Ganze besser zu sehen und verstehen zu können. Okay? Und Menschen, die erleuchtet sind, die haben offensichtlich oder offenbar so viel Energie oder so ein großes Energiepotenzial, um die Wahrheit zu sehen. Also wie gesagt, wenn wir einen kleinen Spektrum wahrnehmen, sagt man von Buddha, warum er als Erleuchteter gilt, weil er halt das volle Spektrum sieht, so dass seine Sicht auch über die Zeit hindurch geht und über den Raum hindurch geht. Ich wollte damit ausdrücken, dass er halt die ganze Vergangenheit sehen kann und die ganze Zukunft sehen kann. Okay, ansonsten ist man hier irgendwo so ein bisschen durch sein eigenes Bewusstsein eingeschränkt. Und sogar solche erleuchteten Köpfe oder Geister wie Buddha hat gesagt, vertraut mir nicht oder glaubt mir kein Wort, weil sogar ich kann mich täuschen. Und was soll man jetzt davon sagen über Menschen, die halt gar nichts praktizieren und einfach in der Politik ihre Sachen tun oder ihre Meinungen abgeben und Entscheidungen treffen oder irgendwelche Menschen, die nach gewissen Theorien suchen und hier mit Informationen arbeiten, die können sich erst recht irren oder Fehler begehen. So, dass man davon ausgehen muss und ich gehe für mich davon aus, dass man höchst kritisch und mit Skepsis alle möglichen Theorien betrachten sollte, alle möglichen Informationen betrachten sollte. Der Alexei Wassiljewitsch Trochlebow, der 2010 bis 2012 sehr gute Lektionen und Vorträge gehalten hat, gibt mal ein solches, einen lustigen Witz und so ein Beispiel dafür. So eine Anekdote, sage ich mal so. Ein Mann sitzt am Fluss und wäscht seine Hose. Und dann sagt er, man kann keinem trauen, auch nicht sich selbst. Eigentlich wollte ich nur pupsen. So.
Und so kann man, das ist halt, da kann man schon lachen drüber, da kann man das für sich länger merken. Also wenn man nicht mal sich selbst trauen kann und seinen Kopf, seine Wahrnehmung, wie soll man dann anderen Menschen trauen, die herkommen und sagen, ja, pass auf, die Theorie ist so und so und so und es passiert so, wie ich das sage. Wie gesagt, da muss man sehr kritisch und vorsichtig damit umgehen mit den Informationen. Gut, dass du das ansprichst, weil ich auch ein kurzes Video von einem deutschen Professor, glaube ich, war oder zumindest Doktor. Er hat das Ganze geguckt, diese ganze Lockdown-Methode und das, was du ansprichst. Es gibt in China Menschen, die in den, wie heißt es da, in diesen Internierungslagern gewesen sind. Es sind zumeist Kurden, die dort, wir sind ja Moslems, die Kurden, und die werden von den Chinesen unterdrückt, von der chinesischen Regierung und in Konzentrationslager eingepfercht. Die sagen, das sind chinesische Foltermethoden, die bei uns hier in Europa jetzt so eingeführt sind, seit der Corona-Krise. Also das macht unsere Psyche mürbe, es macht unsere Psyche mürbe, und man sieht es bei den Menschen, wie die Menschen auch, ich sag mal so Querdenker oder Leute, die ja so ein bisschen über den Tellerrand, genau, die Menschen, die über den Tellerrand auch ein bisschen hinausblicken, auch die Menschen sind aufgerieben, psychisch und körperlich und so weiter. Man kann sich gar nicht auf den Morgen einstellen, was, man weiß nicht, was dann kommen soll. Wie gesagt, das ist auch alles bis ins Letzte durchgedacht. Man muss nicht denken, sage ich mal so auch, dass das von heute auf morgen oder zufällig entstanden ist. Ich gehe davon aus, dass das seit vielen, vielen Jahren durchgeplant ist und durchgespielt hat. Und wenn man bedenkt, welche Leistungen heute Computerprogramme oder Computerrechner haben, man kann ungeheure Mengen von Daten verarbeiten und man kann Szenarien durchrechnen von A bis Z. Und viele unterschiedliche Ausgänge dieser Szenarien kann man durchrechnen, so dass halt anhand von diesen Computerberechnungen man hier alles Mögliche veranstalten kann. Ja, das könnte man auch so betrachten, gewissermaßen. Da gebe ich nicht ganz Unrecht. Also man könnte das auch so betrachten, aber letztendlich ist es für Leute, die an sich arbeiten möchten und an sich arbeiten, erst recht die Möglichkeit und erst recht der Ansporn, in der Mitte zu bleiben. Wenn man sich früher das noch erlauben konnte, irgendwie noch abzuschweifen oder sich abzulenken für ein paar Tage oder irgendwie anderen Sachen nachzugehen, muss man jetzt fast 24 Stunden lang hier diese Mitte sein oder diese innere Meditation oder diese innere Verbundenheit zumindest zum Schöpfer und zum Universum heraus sich antrainieren. Also nicht nur pflegen, sondern antrainieren. Und wie gesagt, das ist so, dass das Training für uns immer schwerer und schwerer wird. Also je weiter wir kommen, desto schwierigere Bedingungen, aber desto mehr kommen wir selber und persönlich auch nicht nur an unsere Grenzen, sondern auch halt, wie gesagt, bekommen wir bestimmte Eigenschaften dadurch und Fähigkeiten. Und da, ja. Es ist gerade jetzt, ist mehr oder weniger gerade jetzt die Spaltung passiert zwischen, wenn ich mal, Gut und Böse, ja, dass du erkennen kannst, die was Gutes meinen, die werden stärker, wie du schon sagst, und die, ja, die was Böses, was Schlechtes vorhaben, die kommen zu Vorschein quasi. Es ist nicht nur, die Spaltung war schon immer da, es ist so, dass das offensichtlicher wird, so, sozusagen, dass es mehr und mehr an die Oberfläche kommt, dass gewisse Kulte auch, die halt ganz, ganz schlimme Sachen mit den Kindern machen, das hat man früher nicht gewusst, aber diese Kulte, sagt man, sind auch schon viele Jahrtausende alt, und seitdem man diese Kulte eingeführt hat, hat man über diese Rituale, die man mit den Kindern, die man stillt, veranstaltet, erst auch diese Macht über die Menschen bekommen. Wenn man so Macht über ein kleines Wesen bekommt, über ein kleines menschliches Wesen, absolute Macht, dass man mit dem alles machen kann, was man möchte, baut man diese dunkle Energie auf, die dann letztendlich auch dazu dient, um viele Menschen zu unterdrücken und zu beherrschen. Und wenn diese Kulte immer mehr an die Oberfläche kommen, was da passiert, und aber auch denen das Handwerk gelegt wird, so dass man halt sie verhaftet und irgendwie interniert und so weiter, dann wird es der Menschheit im Allgemeinen besser gehen, weil dann nimmt man denen diese Kraft, also diese Kraft, diese Macht auszuüben auf die Menschen. Was das Gut und Böse betrifft, habe ich erst letztens von einem sehr guten Yoga-Lehrer gelesen, wenn das Gute auf einmal auf der Erde aufgelöst werden würde, das Schlechte auf der Erde einfach neutralisiert werden würde, dann würde das Gute auch verschwinden. Also das eine kann ohne das andere nicht existieren. Also wie bei der Batterie Pluspol, der kann ja nicht ohne das Minuspol. Nur bekommt das Ganze jetzt so ein bisschen eine andere Qualität. Und es ist, denke ich, schon ab und zu, dass es in gewissen Perioden passiert, dass einmal das
schlechte Stärke ist, dann das Gute wieder Stärke ist, dann wieder das schlechte Stärke wird und so weiter. Das ist halt sozusagen immer in einem Fluss. Und wenn ihr das Yin-Yang bezeichnet, betrachtet, habt ihr ja auch in dem großen Fleck des Schwarzen auch irgendwo einen guten oder hellen Kern. Oder in dem Weißen habt ihr auch einen schwarzen Kern irgendwo. So, dass man in Russisch so ein Sprichwort hat, mit guten Absichten ist der Weg in die Höhle gepflastert. Und dass man im Yoga sagt, dass alle Dämonen sind die braven Soldaten Gottes, die treiben die Heiligen in das Paradies. Weil ohne, wie gesagt, diese zwei Gegenpole würde das Ganze hier nicht funktionieren. Aber ich habe ja auch jetzt noch eine andere interessante Idee oder Meinung für euch, obwohl sie tatsächlich irgendwo auch Anfang 90er Jahre auf eine ganz alte Videokamera von diesem besagten Yoga-Lehrer aufgenommen wurde. Die erzählt Folgendes. Vielleicht habt ihr von irgendwelchen Anunnakis oder Außerirdischen gehört, die angeblich irgendwo Gold zerstäuben. Also es gibt offensichtlich so außerirdische Technologien, wo Gold zerstäubt wird. Herr Trochlebow hat mal erzählt, dass sie das angeblich auf ihrem Nibiru-Planeten machen, um dort eine gewisse Ökologie zu schaffen, um überleben zu können, also diese Wesen. Ich habe jetzt allerdings ein bisschen eine andere Theorie auch gehört. Es wird auf unserer Erde gemacht, diese Zerstäubung des Goldes, deshalb wird so viel Gold ausgeraubt und benötigt, aus dem Hintergrund, weil man sowas wie eine Antenne schafft, und dieser Goldstaub in unserer Atmosphäre, die gleiche Goldstaubschicht, ich weiß nicht, oder man ionisiert es oder irgendwie, auf alle Fälle hat man das auch auf dem Mond aufgebaut und auf den Planeten, wo diese Wesen eigentlich herkommen. Und so gibt es in den alten Schumerer-Mythen, die schreiben das halt auf ihren Schriften oder Tafeln auf und da wird das klipp und klar beschrieben, es gab in der Antike irgendwelche Riesen und diese Riesen haben Adam und Eva geschaffen. Und Adam und Eva legten Ursprung für das jüdische Volk und die Riesen haben sie nur mit der Absicht geschaffen, damit diese Menschen für die Riesen Gold abbauen. Und das waren dann die ersten Völker, die in großen Mengen Gold abgebaut haben für hier auf der Erde. So dass, wenn ihr auch in der Bibel vom König Salomo spricht, der König Salomo hat irgendwie so ein halb goldenes Palast und war der reichste Mann auf der Erde und hat auch die ganze Region beherrscht damals im Bereich Israel. Und dann haben die Römer wiederum diesen König Salomo bzw. das jüdische Reich zerstört, so dass dieses Volk sich über die ganze Erde ausgebreitet hat und sie beherrschen letztendlich jetzt immer noch über diesen goldenen Standard, über die Währungen, über die Banken, das ganze System hier auf der Erde. Es ist aber nicht nur das eine Volk, sondern auch die Vietnamesen spricht er und viele südamerikanischen Völker arbeiten mit diesen Energiekanälen, die mittels diesem zerstäubten Gold aufgebaut werden. Also wie gesagt, es gibt diese Antenne und sie holen sich die Energie, die sie hier brauchen, wiederum für ihre Machtstrukturen, für ihre vielleicht auch staatlichen Strukturen. Und deshalb sind sie auch so mächtig bisweilen. In der Yoga-Praxis passiert so etwas Ähnliches, dass man für sich selbst durch die Praktik einen Energiekanal aufbaut und man möchte nach oben herauskommen, praktisch zum Schöpfer. Und in den letzten Jahrhunderten hat diese goldene Acharata, heißt es in der Fachsprache, ich nenne sie mal Antenne für ein besseres Verständnis, hat diese goldene Antenne alle anderen Leute, die gebetet haben oder meditiert haben, gestört, um nach oben herauszukommen. Weil die haben das für sich aufgebaut und verwendet, dieses halb technogene Feld oder diese technogene Antenne, so dass die Menschen abgekapselt waren und also gar nicht mit Gott kommunizieren konnten sozusagen. Das war, wie gesagt, diese Unterdrückung auch im Bewusstsein der Menschen. Und dieser Yoga-Lehrer spricht dann Folgendes, dass es mittlerweile doch sehr viele Suchende oder mehr Suchende gibt als vielleicht die Jahrhunderte vorher oder Menschen mit einem gewissen Potenzial, die durch ihre eigenen Gebets- und Meditationspraktiken diese goldene Acharata durchbrechen und darüber hinauskommen, also über diesen goldenen Standard heraus auf die Ebene des Schöpfers oder auf die Ebene des Ursprungs des Universums, so dass er dann weiterhin ausführt, dass diese vielen Sucher und Yoga-Praktizierenden in unseren heutigen Tagen diese goldene Acharata, diese einst starke Machtstruktur,
mir und mir schwächen und nach zerstören. Also diese goldene Antenne, beziehungsweise auch für sich irgendwo, sage ich mal, sich zu eigen machen. Dass wir in dem Fall nur gut, also ihr kennt auch die Geschichte vom goldenen Kalb, das hat alles damit zu tun. Also man soll das Gold nicht anbeten und das goldene Kalb. Und bei diesen Menschen oder bei dieser Menschengruppe ist Gold tatsächlich, wirkt das Gold wie ein Gott. Wenn sie das Gold anbeten, beten sie ihren Ursprung an oder beten diese Wesen oder diese Riesen an, die dann halt aus anderen Sternensystemen hier auf die Erde gekommen sind und diese Menschen hier, ich sag mal so, gezüchtet oder geklont haben oder so, weil ihr wisst ja, dass Adam irgendwie aus Lehm entstanden ist und Eva ist aus einer Rippe entstanden und so weiter. Und es gab tatsächlich auch Kulturen und Menschen auf der Erde schon zu der damaligen Zeit, aber für diese gewisse Gruppe von Menschen war tatsächlich das der Anfang der Welt. Deshalb wird es auch so in der Bibel geschrieben, dass sie halt Tag für Tag geschaffen wurde. Das ist ihre Geschichte. Aber diese Geschichte hat man dann geschafft, der ganzen Menschheit irgendwie, sage ich mal so, aufzuzwingen, obwohl die Kultur anderer Völker und Gruppen halt viele Jahrtausende weiter zurückreicht als die letzten 5000 Jahre. Die kennen sich vielleicht nicht gegenseitig oder so, aber jeder versucht es auf seine eigene Art und Weise, dass man meditiert. Genau. Patanjali hat ja uns die 5 Yama-Niyama-Prinzipien überliefert. Da haben wir ja vorgestern darüber gesprochen. Und in den Yama-Niyama-Prinzipien heißt es, so, man soll sich nicht an Dinge hängen, man soll sich nicht an Materielles haften, weil dieses Prinzip des goldenen Kalbes, das kann schon dann auch sein, dass es einen von dem richtigen Weg abbringt. Und erst wenn man so als Yoga-Praktizierender so seine ersten 3, 4 oder 10 Jahre in, sage ich mal, in Abstinenz, in gewisser Armut, in dem Üben des Losgelöstseins von Wohlstand und Reichtum gelebt hat, wenn man sagt, das ist einem nicht unbedingt egal, sondern man schafft es zu kontrollieren, dass man halt diesem goldenen Kalb nicht verfällt sozusagen, dass man sich davon nicht ablenken und nicht täuschen lässt, dass man halt, wie gesagt, zuerst seine ethische, spirituelle Ebene aufbaut und dann ab einem gewissen Zeitpunkt kann man sich schon halt, wie gesagt, mit diesem, jetzt in Anführungsstrichen, das ist sinnbildlich gesprochen, mit dem goldenen Kalb beschäftigen, wenn es dann einen nicht mehr beherrschen kann. Das heißt, man soll es beherrschen, seinen eigenen Reichtum, seinen eigenen Wohlstand letztendlich. Man müsste das auch aufbauen, weil im Grunde genommen, auch egal wie spirituell ein Mensch ist, er kann sich irgendwo, ich sag mal auch so grob ausgedrückt, in die Höhle verkriechen und dort stundenlang meditieren und beten. Er kann nur für sich was und für seinen engen Umkreis seine eigene Individualität erreichen. Aber für viele, viele andere Mitmenschen kann er somit nichts tun. Aber eine gewisse große Veränderung zu erreichen, da braucht man schon ein gewisses materielles Potenzial, sage ich mal so, welches viele Yoga-Praktiker nicht haben. Aus diesem Hintergrund, weil auch irgendwo in vielen Yogaschulen oder Praktizierenden heißt, man muss halt sich lossagen und lossagen auch von Reichtum, von Geld und so weiter und von Wohlstand, um eine gewisse spirituelle Höhe zu erreichen. Wie gesagt, man kann damit was für sich persönlich erreichen, aber nicht für die anderen. Also viel effektiver wäre es, damit halt dieses Kraftpotenzial des Guten und Bösen irgendwo aufrecht bleibt und dass man durch diese Tendenz, die hier gerade sich jetzt noch verschlimmert, vielleicht irgendwie dieser Tendenz entgegenwirken kann, müsste man auf anderen Ebenen das gleiche Potenzial aufbauen können. Weil um sich realisieren zu können, braucht man nicht nur diese spirituelle Ebene oder die spirituellen Kanäle, sondern man braucht 3 gewisse Aspekte. Man braucht eine soziale Ausbreitung, ich werde es mal so übersetzen, und man braucht ein gewisses Kraftpotenzial, das ist eher der Kanal der Erde, der energetische dunkle Kanal von unten. Also das heißt, allein spirituell kann man nichts bewirken. Um viel bewirken zu können, muss man eine gute, starke spirituelle Kraft haben. Man muss eine soziale, als Beispiel haben eine gute soziale Ausbreitung Politiker und irgendwie Hollywood-Stars, also die viele Menschen kennen, die halt viel Einfluss haben auf viele Menschen gleichzeitig. Also wenn ihr was sagt, wenn ihr halt, keine Ahnung, irgendwie eine komische neue Brille anzieht, dann will das jeder haben, irgendwie so ein Hollywood-Schauspieler und so weiter. Oder wenn ein Politiker etwas sagt, also wir haben jetzt dieses und dieses Gesetz beschlossen, dann muss sich eine große Menge an Menschen dran halten. Also die Menschen haben eine große soziale Ausbreitung. Und das Machtpotenzial von unten, das spiegeln gewisse
Machtstrukturen, so staatliche Machtstrukturen wieder, zum Beispiel so Polizei, Armee und so weiter. Also das bräuchte man auch einen gewissen Anteil an, ich sag mal, ja, technischen Potenzial, menschlichen Potenzial und so weiter, um irgendwas verändern zu können. Gut, so viel dazu. Also muss man so verstehen, dass ein Yoga-Praktizierender oder generell ein spiritueller Mensch alle Aspekte berücksichtigen muss und alle Aspekte seines Daseins kultivieren muss. Unter anderem auch, was seinen Wohlstand, Reichtum angeht, vor allem auch, was seine Bildung angeht und so weiter. Weil je mehr diese drei Aspekte ihr aufgebaut habt, desto mehr könnt ihr auch was zum Besseren bewegen und bewirken. Und weil ich ja auch von diesen Kulten, die die Kinder entführen und alles Mögliche mit den Kindern veranstalten, ihr würdet mich ja dann auch fragen, ja, diese Struktur, wenn sie dann ja, schwarz sind oder dunkle Absichten haben oder wenn sie böse sind, woher haben sie ihr spirituelles Potenzial, um so viel auf der Erde verändern und bewirken zu können? Speziell dadurch, dass die es den Kindern klauen, deshalb sind auch diese Kulte entstanden in der Antike. Ein Kind hat ein sehr starken göttlichen Kanal, ein sehr starkes spirituelles Potenzial. Und wenn sie all diese Rituale mit den Kindern durchführen, sie klauen einfach diesem kleinen Wesen diese spirituelle Kraft und können somit ihre dunklen Absichten dann verwirklichen. Und im Grunde, wenn man das denen nimmt, diese, ich nenne sie mal auch grob ausgedrückt, ihr müsst mich dafür entschuldigen, Batterien, also die kleinen Kinder, wenn sie das nicht mehr bekommen, dann werden sie auch nicht mehr die Kraft haben, sich zu realisieren. Noch einmal grob gesagt, ein anderes Beispiel. Jemand kommt mit seinen Schlägern, sage ich mal, oder Türstehern, die sind 4, 5 Leute, die haben ein sehr starkes unteres Potenzial oder diese Aufwärtsenergie. Und einer, der sehr viel betet und sehr viel meditiert, aber der ist vielleicht körperlich ein bisschen klein und körperlich schwächer, aber der hat eine Energie eines Heiligen, sage ich mal so. Und wenn sie ihm kommen und ihn irgendwie verletzen wollen oder zusammenschlagen oder sonstige wollen, wenn ihr ein starkes Gebet aufbaut oder Gott aufruft, die kommen nicht gegen ihn an, sozusagen. Also die werden ihm nichts anhaben können, weil seine spirituelle Kraft, seine spirituelle Energie einfach überwiegt und stärker ist als das Muskel- oder Kraftpotenzial, also dieser 3, 4, 5 Schläger. Also allein durch ein gewisses Wort, welches psychisch auf die einwirken kann, allein indem ihr, ich sag mal, auch so ein Mantra ausspricht oder einen Fluch ausspricht, nimmt er oder raubt er denen die Kraft sozusagen. Und wird dann dem wird dann nichts geschehen. Wenn sein spirituelles Potenzial stärker ist als das Kraftpotenzial der anderen. Das ist nur grobe Theorie. Ich rate euch nicht, das Ganze irgendwie auszuprobieren und so weiter, sondern die theoretischen Aspekte, da könnt ihr euch selber Beispiele bilden, euer Leben durchanalysieren. Und so weiter, dass ihr das anhand von eigenen Beispielen auch belegt. Gut, so viel zu diesen schwierigen Themen. Genau, als nächstes wollte ich euch über die Energie der Heiligen, wir haben jetzt auch so ein bisschen über die heiligen spirituellen Kanäle gesprochen, was die Mission von Jesus betrifft, da kann ich auch ein paar Worte verlieren, damit das ganze Bild für euch ein bisschen klarer wird. Ich werde auch immer wieder gefragt, ob der überhaupt existiert hat oder warum er hergekommen ist. Es war tatsächlich so, was auch die Apokryphen belegen. Die Apokryphen sind geistige Schriften oder beziehungsweise Evangelien, die nicht in die Bibel aus bestimmten Gründen aufgenommen wurden. Und dieser Yoga-Lehrer, von dem ich spreche, der mittlerweile, keine Ahnung, 70 oder 80 Jahre alt ist und also viele Jahre nicht mehr aktiv ist, er mit seiner Schule, die haben es geschafft, das zu scannen sozusagen, zu scannen in dem Fall, dass sie halt eine Theorie für sich aufstellen, zum Beispiel gab es Jesus und dann konzentrieren sie sich da drauf und dann stellen sie die Gegenthese auf, denn Jesus gab es nicht, er hat nicht gelebt und anhand von Unterschied von eigenen Gefühlen und von eigenem Energiefluss im Inneren können sie feststellen, ob diese Theorie wahr ist oder falsch ist. Und so kann man bestimmten Sachen auf den Grund gehen, ob sie tatsächlich existiert haben, beziehungsweise auch irgendwie ein System scannen oder einen Zustand scannen oder einen Prozess scannen, der aktuell auf der Erde geschieht und so ein bisschen der Wahrheit näher kommen. Auf alle Fälle haben die das auch gescannt und die erzählen das Gleiche, was in den Apokryphen steht, so dass zu der damaligen Zeit
eine gewisse große Anteil an Seelen einfach nicht in den Himmel kommen konnte, so dass ich die Seelen der Verstorbenen hier aufgesammelt habe, irgendwo auf der Erde. Und jemand musste halt diesen Kanal aufbauen für diese Seelen, die hier so irgendwo sich in einer Sackgasse befunden haben. Und dann ist hier reinkarniert sozusagen als ein Verantwortlicher für diese Seelen, weil er aus seiner eigenen Vergangenheit, aus früheren Inkarnationen schon diese starken Kanäle für sich aufgebaut hat und hat auch unter anderem durch seine Leiden diesen starken Kanal aufbauen können. Und im Grunde genommen in diesem Evangelium steht folgendermaßen, also dass Jesus nach seinem Tod hier auf dem Kreuz so praktisch in die Unterwelt kommt, da wo die Verstorbenen sind, und er findet und sieht dort alle seine Vorväter und Verwandten, dass sie dort ein tristloses Dasein führen und gar nicht vorankommen, nicht reinkarnieren können und so weiter und ja, keine Ahnung, irgendwie auch sogar als traurig beschrieben werden. Und dann baut er tatsächlich dieses ungemein starke Potenzial auf und zieht diese Seelen mit nach oben, so dass sie dann reinkarnieren können, sich weiterentwickeln können und so weiter. Und diese Kanäle, weil er sie aufgebaut hat, er hat ja dieser Überlieferung nach auch Kinder gehabt, beziehungsweise er hat auch Nachkommen hier gezeugt auf der Erde. Und die Nachkommen, viele sind offensichtliche Nachkommen, das heißt, sie wissen darüber Bescheid. Haben sich ja auch Kulte daraus gebildet, die hier auch einen gewissen Machteinfluss haben auf der Erde. Aber viele, viele andere Menschen wissen überhaupt nicht, dass sie sein Blut, seine Gene in sich tragen und sind einfach so mal ein bisschen spiritueller als andere Menschen, sodass man sagt, dass in Europa ja, Hunderttausende vielleicht Nachfolger von Jesus Christus existieren. Ich habe das aus einem anderen Hintergrund heraus ein bisschen berechnet für mich heraus in den letzten zwei Jahrtausenden, wenn man sagt, man hat jetzt in einem Jahrhundert so zum Beispiel Vater und Mutter, vier Großeltern und acht Urgroßeltern. Und da setzt sich das exponentiell fort. Und ich habe als Grundlage genommen fünf Generationen pro Jahrhundert oder vier sogar, also man rechnet 25 Jahre. Und innerhalb von einem Jahrhundert hat man vier Generationen. Und das ist eine 2 mit einer gewissen Potenz, also 2 hoch 2, also im Quadrat wäre 4. Und auf 2 Jahrtausende, seit, sage ich mal, unserer offiziell gültigen Zeitrechnung, hat man 20 Jahrhunderte. Und dann habe ich irgendwie 2 hoch 20 gerechnet und man bekommt dann eine Zahl irgendwie über viele, viele Millionen oder sogar eine Milliarde Vorfahren rechnet man für sich so aus innerhalb der letzten 2000 Jahren. Und natürlich waren das unter diesen Vorfahren irgendwo auch, sage ich mal, Verbrecher dabei oder Menschen mit schlechten Absichten, aber es waren auch Menschen, die tatsächlich eine gewisse Heiligkeit, eine gewisse Spiritualität erreicht haben, so dass wir auf diese altertümlichen Energiekanäle der Ahnen zurückgreifen können. Es besteht aber sehr oft die Gefahr und man beobachtet das viel mehr, als man das Positive beobachtet, dass Menschen, die beginnen mit Ahnen zu arbeiten, dass ihnen Energie zusammenfällt aus diesem Hintergrund, weil sie einfach energetisch ins Totenreich hineinfallen und dann geht es ihrer Realität hier auch nicht so gut, weil sie diese Totenenergie der Ahnen auf sich ziehen. Also dass irgendwie die Autos eher oder schneller kaputt gehen oder halt es finanziell nicht stimmt oder gesundheitlich nicht stimmt bei sich selbst oder mit der eigenen Familie. Also ist diese Arbeit mit den Ahnen auch eher mit Vorsicht zu genießen, weil ihr wisst tatsächlich nicht, auf welche Menschen ihr euch konzentriert, die tatsächlich nach dem Leben in die ja, heiligen Strukturen oder Ebenen aufgestiegen sind oder einfach in die Unterwelten, wo die Menschen dann leiden oder nicht reinkarnieren können, nach unten gewandert sind. Also ist auch die Empfehlung meinerseits auch durch die letzten vielleicht Monate oder sogar Jahre, konzentriert euch lieber auf Ahnen oder Vorfahren, die tatsächlich sehr starke Energiekanäle haben und wenn ihr davon ausgeht, dass ihr keinen solcher Vorfahren habt, dann nehmt euch einen Heiligen heraus, der euch, sage ich mal, am besten anspricht und so weiter. So, dass diese Yogaschule empfiehlt, an den Energiekanal von Buddha sich oder mit dem Energiekanal des Buddha, der hier gelebt und geweilt hat,
zu arbeiten, weil ihr ein Heiliger war, weil ihr einen sehr starken Energiekanal hat, der immer noch funktioniert. Oder verständlich Jesus, warum ich das auch anspreche. Und sogar Mohammed hat auch einen sehr starken Energiekanal gehabt. Und wiederum, was Jesus, Buddha und Mohammed betrifft, spreche ich nicht über die Religionen oder ihre Nachfolger und die Menschen, die ihnen nachfolgen, weil diese Religion dann künstlich aufgebaut, verändert wurde von ihren Nachfolgern, die halt sie persönlich gar nicht gekannt haben und vielleicht 200, 300 Jahrhundert später erst das alles niedergeschrieben haben. Und wenn man sich vorstellt, jetzt nehme ich eine Person, die vor 300 Jahren gelebt hat, und wir wissen, welches heutige technischen Möglichkeiten haben wir, irgendwie Kameras, Computer, Handy, wo wir also Speichermedien, aber vor 300 Jahren, da sind uns Überlieferungen nur aus irgendwelchen Büchern. Und ich kann nicht anhand von irgendwelchen Büchern, die ich jetzt sehe, eine gewisse Lehre aufbauen, die ein Mensch vor 300 Jahren oder was er gesagt hat, was er gepredigt hat, was er gesprochen hat, das ist, denke ich mal, unmöglich. Und wenn wir die Jahrhunderte vorher nehmen, vielleicht vor 500 Jahren, vor 2000 Jahren, die Menschen, die dann gelebt haben, die hatten noch weniger oder noch schlechtere vielleicht Informationsmedien. Und anhand irgendwelchen, sage ich mal, Aussprachen, Reden und ja, Prophezeiungen oder Lehrreden hat man dann eine gewisse Religion aufgebaut. Also ich will euch nur damit sagen, konzentriert euch nicht auf diese Religion, sondern speziell auf die Persönlichkeit. Und wenn ihr durch eigene Kraft heraus, durch eigene Meditation oder Gebetspraktiken heraus nicht hoch genug rauskommen könnt, dann verwendet doch bitte diese Energiekanäle dieser Heiligen aus der Vergangenheit, von denen ihr genau wisst, dass sie ein gewisses heiliges oder energetisches Potenzial erreichen konnten oder dass sie eine gewisse Erleuchtung erreichen konnten in der Vergangenheit. Oder ihr bildet gleich eine Gruppe, wo ihr zusammen meditiert, 20, 30, 40 Leute, und versucht, einen gemeinsamen Energiekanal aufzubauen, durch den ihr ein gewisses, ja, geistliches oder spirituelles Potenzial auf euch dann laden könnt. Aber meinst du nicht, wenn man jetzt zum Beispiel ständig den Kanal von irgendeinem, ja, starken Lehrer wie Buddha oder Mohammed, ja, oder was weiß ich was nutzt, dass das jedes Mal irgendwie so künstlich erzeugt und jedes Mal, ich meine, das ist nicht dein direkter Kanal, also du musst halt viel Energie aufzuwenden, um dich überhaupt da ranzuschließen, und dann ja, bist auch schnell wieder aus dem Kanal wieder draußen, weil es nicht dein eigener, weißt schon. Und wenn es jetzt Ahnenlinie ist, sagen wir mal, dann fließt es ja durch dein Blut und durch deine Gene. Ich meine, das ist ja nachgewiesen, dass das alles in uns, jede Information gespeichert ist, was die Ahnen alles durchgemacht haben. Das wirkt sich halt auf unser Körper aus. Also so ist der halt ausgebildet, groß, klein, schmal, wie die Ahnen halt gelernt haben. Aber kannst du das ausschließen, dass einer dieser drei Leute, die ich angesprochen habe, nicht zu deinen Ahnen gehört? Ausschließen kann ich nicht. Du kannst es nicht bestätigen, du kannst es aber auch nicht ausschließen. Na, kann ich nicht. Weil ich habe ja gesagt, ich muss das nochmal vielleicht hochrechnen. Also wie gesagt, ich bin fast auf 1 Milliarde Ahnen gekommen, wenn man 2000 Jahre nimmt. Und vielleicht gab es vor 2000 Jahren nicht mal eine ganze Milliarde Weltbevölkerung. Es heißt, dass man kann davon sagen, es heißt jetzt nicht, dass jeder irgendwie ein Ahn von dir war, von den Menschen, die auf der Erde gelebt haben. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, den eurasischen Kontinent nimmt, wäre man so aus diesem Hintergrund heraus fast mit jedem verwandt. Der Jesus? Oder? Nein, nicht Jesus, sondern jeder von uns. Aber wie ist dann der starke praktisch Kanal entstanden? Von Eurasien. Du kannst natürlich das persönlich auch probieren. Über den eigenen Kanal oder über deine eigenen Ahnen. Mhm. Aber es ist keine Garantie, dass du auch weit genug rauskommst. Also eine bessere Garantie würde dir geben, dass du halt probierst. Du kannst ja so, das heißt jetzt nicht, ich mache das so und fertig, und ich probiere auch alles Mögliche aus. Und in meinen Jahren der Praxis habe ich auch schon verschiedene Sachen ausprobiert. Es ist jetzt wie eine Empfehlung, und was Buddha auch sagte, versuch das selber nachzuvollziehen. Es kann ja sein, dass es bei dir super klappt und bei der Maria gar nicht klappt. Sie muss halt eine andere Sache verwenden. Dafür klappt bei ihr was anderes gut. Also es ist, tatsächlich sind es Methoden oder Empfehlungen, die ihr ausprobiert und sagt, ob das euch liegt oder nicht liegt, ob ihr dann andere Sachen probiert. Es ist aber auch vielleicht so anhand diesen Beispiels,
du hast nie im Leben Fahrrad fahren können. Und das erste Mal musste ja dich vielleicht auch dein Vater so ein bisschen anschieben, dass du das Fahren lernst. Versuch das vielleicht auch so zu betrachten, dass du zumindest in den Anfangsstadien diesen Energiekanal nimmst, den starken, um eine gewisse Erfahrung zu sammeln und eine gewisse, weiß schon, Praxis zu bekommen. Und dann kannst du wie mit dem Fahrrad dann alleine losfahren. Das zweite, das dritte Mal und das vierte Mal und so weiter. Ja, das hört sich logisch an, das nutze ich auch so, aber für mich ist halt Allen jetzt nicht nach oben, sondern was halt so als Stärkung mehr oder weniger, das ist halt... Das kannst schon die Basis als Basis nehmen. Erdische halt Energie, ja. Halt hinter mir liegt die... Du musst halt dann im Kopf differenzieren, wenn du die Ahnen speziell ansprichst, dann sagst du in der Meditation, ich wende mich nur an die Ahnen, die halt spirituell erleuchtet waren oder die gewisse spirituelle Höhe und eine gewisse spirituelle Praxis erreicht haben. Also jetzt generell nicht auf alle, sondern auch wahlweise. Also ich denke, das ist schon angebracht und erlaubt. Also das ist ja deine persönliche Entscheidung. Also jeder hat einen anderen Bezug zu seinen Eltern auch persönlich. Also das ist jetzt so meine Sache, ob ich jetzt, also wie ich mit meinen Eltern umgehe, sage ich mal so. Und oft ist es auch so, dass man, auch wiederum Beispiel von Jesus und wiederum auch das Wissen aus dieser Schule, es heißt, dass ein geistiger Führer oder sein geistiger Lehrer bestimmte Schwingungen auch hat, die sich auch in seinem Blut manifestieren. Also ich sage jetzt nicht eine spirituelle Blutgruppe, so in Anführungsstrichen. Und die Schüler, die ihm folgen, so seine Aposteln von Jesus, die nehmen auch in gewisser Weise seine Schwingung auf, so dass er nicht unbedingt eigene Kinder zeugen muss, sondern dass so quasi energetisch seine Kinder sind. Weil sie halt sogar auf der Ebene der Physiologie oder des Blutes so fast gleich schwingen wie er. Und in der Bibel gibt es ja auch eine Geschichte, wo Jesus einen geheilt hat und da sind sehr, sehr viele Menschen in das Haus gekommen. Und dann hat einer seiner Jünger gesagt, deine Mutter ist gekommen mit deinen Geschwistern, die wollen dich begrüßen und so. Und dann hat der Jesus so gesagt, ja, er hat nicht gesagt, die soll am draußen stehen bleiben, sondern er hat das so zu verstehen gegeben. Er hat gesagt, das sind meine Brüder und meine Familie sind die, die mir folgen, also meine Aposteln. Also er hat seiner Mutter halt gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, wie man das halt von ihm erwarten würde oder könnte, sozusagen. Und so ähnlich muss man das auch mit seinen Ahnen betrachten, denke ich mal so in einer gewissen Weise. Aber wenn du das so machst, das ist jetzt deine Ebene, das ist auch richtig so und mach das weiter fort. Und wenn du dann selber merkst, du musst auf was anderes umsteigen und du musst weitergehen, das kann ja auch mal passieren, nach einem Jahr, nach zwei Jahren oder nach 10 Jahren, dass du dann sagst, okay, jetzt habe ich das hinter mir, ich habe jetzt die vollkommene Erfahrung gesammelt, was hier das Ganze betrifft. Jetzt muss ich halt, keine Ahnung, eine andere Erfahrung sammeln zum Beispiel und auf andere Praktiken zurückgreifen, auf andere vielleicht Personen oder Götter zurückgreifen und so weiter. Na, so finde ich es halt wichtig, dass man sich zu seinem eigenen höchsten Ursprung, also nach oben verbinde ich mich schon zu meinem eigenen höchsten Ursprung. Aber um die Stärkung einfach auf der Erde zu haben und die Energie auch hier halt die Wurzeln zu haben. Ja, wenn dir das hilft, dann sicher. Vor allem Frauen sollten ja mehr nach unten ihre Energie halt aufbauen und ihren Bezug aufbauen zur Erde. Es ist halt bei Männern so, dass sie halt nach oben raus wollen und von oben mehr ihr Potenzial schöpfen und so weiter. Also bei Frauen ist das generell anders. Und dann müsstet ihr vielleicht auch, ich kann ja das nur aus einem männlichen Körper betrachten, spüren und wahrnehmen. Ich weiß ja nicht, wie sich ein Frauenkörper anfühlt in der Meditation oder wie sie mit Energien arbeitet oder so, was für sie halt das Beste und das Richtigere ist. Da müsste man speziell, wenn man beginnt zu differenzieren, halt Männergruppen, Männervorträge machen und Männerpraktiken und für Frauen dasselbe dann halt parallel was anderes. Es ist ja auch schon, wie gesagt, nur kurz am Rande gesprochen, die Kleidung spiegelt ja das auch wieder, das Kleid, welches dann die Energie von der Erde mehr aufnimmt bei der Frau und bei Männern das Hemd, das ist ja unten mehr geschlossen bei Männern, das Hemd und Brustkorb ist offen, weil ja dann von oben mehr die Energie akkumuliert. Okay, Frage noch dazu? Ja. Wie stehst du zu seinem Papa? Hat er jetzt gemacht? Da kann ich nicht viel dazu sagen. Also ich weiß, ich kann auch nicht sagen, wie stark sein Energiepotenzial war oder seine Kanäle war. Es gab einen anderen Heiligen in Indien, den Ramakrishna, der hat vor 120 Jahren gelebt, vor 120, also ist gar nicht so lange her,
von dem geht man schon aus, dass er ein gewisses starkes heiliges Potenzial gehabt hat. Der war ja auch ständig im Samadhi oder öfter, als er in dieser Realität verweilt hat. Und von ihm sagt, konnte man auch so als ein Normalsterblicher annehmen oder als Zuschauer seiner vielleicht Vorträge oder Veranstaltungen annehmen, dass er irgendwie ein psychisches Problem war, weil der gar nicht da war die meiste Zeit oder irgendwie wie betrunken in Ekstase dann sich befunden hat. Also mit dem, man kann auch sogar mit ihm arbeiten, so auch mit seinem Potenzial. Aber von Sai Baba kann ich leider nicht sagen. Hat mich jetzt nicht so, wie sagen, ist mir nicht so unter die Hände gekommen, so diese Materialien von ihm. Was meinst du, wieso jetzt der Unterschied, beziehungsweise wie unterscheiden sich jetzt die Menschen, die aufwachen und einfach ja, da sehen, was jetzt passiert, von denen, die einfach halt weiterhin so in Angst leben? Sind das dann die Seelen, die öfters mal reinkarniert sind, oder sind das Entstammende? Was ist deine Meinung, bestimmte Blutslinie? So wie du erzählt hast, wahrscheinlich eher, oder von einer bestimmten Blutslinie, diese Schwingung? Ja, es gibt eine Frau in Russland, die macht seit 30 Jahren regressive Hypnose. Das ist ja so ein Begriff. Also da taucht man den Menschen halt in die Regression ein und er erzählt was aus seinem früheren Leben. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Die hat man uns in der Yogalehrerausbildung vorgestellt. Auf alle Fälle hat sie 30 Jahre Erfahrung in dieser regressiven Hypnose. Und sie sagt, dass ein gewisser Anteil der Menschen, die kommen, die sehen da gar nichts. Also als würden sie kein einziges Leben vorher haben. Also vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass manche halt nicht wissen, wie es früher war. Ich habe mal so ganz in meiner Anfangszeit, das war glaube ich 2010 oder so, oder 2009, das ist jetzt so ein bisschen poetisch, aber als ich das erste Mal diese Idee bekam mit dem goldenen Zeitalter oder mit dem Aufwachen, habe ich mal in ein Sozialnetz eine folgende, vielleicht so Geschichte oder Vergleich beschrieben. Es ist Sonnenaufgang, genau. Und die Erde ist ja rund und die allerhöchsten Bäume sehen als erstes die Sonne. Und dann sagen die, ja, jetzt ist die Sonne da und versuchen andere Bäume auch aufzuwecken. Aber die anderen Bäume, die kleiner sind oder jünger sind, die sehen einfach die Sonne noch nicht. Vielleicht ist der eine oder andere Baum durch seine gewisse Höhe, der weiß schon, dass es schon mal Tag gewesen ist, der kann sich daran erinnern. Aber ganz kleine Bäume, die in der Nacht gezeugt wurde oder entstanden sind, die wissen gar nicht, was Tag bedeutet. Und so ist es auch denen schwer zu erklären, dass die Sonne jetzt da ist, dass es hell wird, dass es der Sonnenaufgang kommt. Das ist tatsächlich so, erst wenn die Sonnenstrahlen auch die kleinen Bäume und die Sträucher berühren, das passiert so nach und nach. Und das ist so eine Allegorie mit der Reife vielleicht der Seelen oder mit dem Gefühl für die früheren Inkarnationen auch. Und dann gibt es bestimmte Pflanzen im Wald, irgendwie so Pilze oder andere Sachen, die werden die Sonne gar nicht sehen. Auch am hellsten Tag in der Mittagssonne werden sie gar nichts davon mitbekommen. Also weil jeder von uns irgendwie auf so einer seiner eigenen Ebene existiert und lebt, ist ja auch richtig so, jeder hat das Recht. Aber das ist wiederum, dass nicht jedem, also jeder ist wiederum in seiner kleinen Sequenz. Ich gehe aber auch davon aus, dass bei manchen die Sequenz ein bisschen größer ist, bei manchen ist sie kleiner, so dass jeder auf seiner Ebene lebt, so wie die Tiere oder Pflanzen im Wald, jeder ist in seiner eigenen Schicht. Das heißt, man muss sie gar nicht aufwecken oder so, weil die brauchen das nicht. Das ist halt ihr Karma oder ihr Schicksal, das kann man auch so nennen, wie man möchte. Wenn einem das Karma oder das Schicksal so ist, dass man aufwachen muss oder dass man alles miterleben und mitbekommen muss, dann ist es auch richtig, dann ist es auch gut. Und wenn es von einem so ist, dass er immer, sage ich mal, geistig schlafen wird und schlaft, das ist halt auch sein Karma. Und dann wäre es auch falsch, das zu zerstören und ihn aufzuwecken, so sprichwörtlich. Der muss halt er muss halt diese Tendenz mitmachen oder diese Erfahrungen sammeln, weil das für ihn aktuell ist. Würde eine andere Erfahrung brauchen, würde das Wissen zu ihm kommen oder es würde in ihm Resonanz finden und so weiter, dann würde er auch das akzeptieren, weil manche spüren ja das mit ihrer Intuition, dass da was nicht stimmt oder halt, dass eher das richtig ist oder dass das andere richtig ist. Bei manchen ist halt dann die Angsthöhe. Oder die Angsthöhe, genau. Man versucht es schon auch zu unterdrücken, weil wiederum so ein bisschen politisch, Margaret Thatcher hat angeblich gesagt,
die wissen, dass sie halt so in Anführungsstrichen die Bösen sind. Die wissen auch, dass sie von der Erde auch weichen müssen, früher oder später. Und die haben gesagt, wir wissen, dass wir gehen müssen, aber wenn wir gehen, werden wir so stark mit der Tür klopfen, dass es jedem unangenehm wird, sozusagen. Und vielleicht ist das jetzt sogar so die unseren Tage oder die unseren Jahre, dass das halt dieses starke Türklopfen ist, dass halt, wenn die gehen, die versuchen noch mit allen Mitteln alles zu machen und alles zu tun und jeden Versuch starten, nochmal alle runterzuziehen oder zurückzuziehen. Das ist halt ihre, das ist auch ihre Natur so, also die können nicht anders sein. Das ist auch so, wir könnten ja so ein bisschen das Kasten- oder das Warner-Prinzip ansprechen, so ein bisschen am Rande auch. Manche müssen dagegen vorgehen und müssen dagegen ankämpfen, manche müssen sich um andere Sachen kümmern und beschäftigen. Also das wäre ja auch falsch, dass jeder irgendwie sagt, wir kämpfen jetzt so als alle jetzt gegen das eine, weil wenn man nicht das Potenzial hat und nicht das Schicksal hat und nicht das Karma hat, wenn man jetzt nicht dafür bestimmt ist zu kämpfen, dann soll man eher vielleicht so die unterstützende Rolle spielen oder sich um ganz, ganz andere Projekte kümmern. Weil ich hätte ja auch sagen können, okay, jetzt konzentriere mich auf die, die sind ja so böse und jetzt warte ich, bis das vorbei ist oder ich gehe und kämpfe gegen die. Stattdessen nimmt man sein Potenzial und macht seine eigene Geschichte. Und spielt halt so ein bisschen nach außen. Ja, oder spielt gar nicht damit und sagt, jetzt realisiere ich diese Energie halt für andere Projekte, für meine Projekte, dass ich vorankomme. Und am Rande habe ich noch auch ein ganz kleines Thema für euch, was auch sehr interessant klingen mag. Weil ihr ja auch die unterschiedlichsten vielleicht Theorien und Sachen anhört und ihr guckt, was alles in der Welt rum passiert, aber vieles ist ja auch, sage ich mal so, übertrieben. Es gibt dann vielleicht auch so gewisse Persönlichkeiten, keine Ahnung, ja, Madonna oder andere Superstars, die spielen sehr gerne Satanisten, dass sie irgendwie sich so komisch verkleiden oder auf der Bühne oder irgendwelche unterschwelligen Botschaften hier verbreiten möchten oder sagen, ja, die wurden zu irgendwelchen Kulten oder satanistischen Ritualen hingeführt und so weiter. Aber zum größten Teil ist das alles Fake, aber gutgläubige Menschen bauen da selber zusätzlich unnötige negativen Emotionen, zum Beispiel Angst oder Furcht oder was dagegen auf. Das ist, wie gesagt, das ist ein reines Kasperltheater. Und glaubt er nicht, dass die tatsächlich irgendwie eine Macht oder Energie oder einen Einfluss haben oder aufbauen können. Wenn man jetzt zum Beispiel Caligula nimmt oder Vlad Tepes oder irgendwelche schlimmen Diktatoren, die Hunderte und Millionen Menschen auf dem Gewissen haben, die haben um einiges stärkeres, sage ich mal, Macht und Kraft und so dieses böse Potenzial aufgebaut oder diese Totenenergie aufgebaut als alle Satanisten auf der Erde zusammengenommen. Weil wenn sie irgendwie, sage ich mal so, einen Menschen opfern und so weiter, die kommen gar nicht heran an, keine Ahnung, Leute wie Hitler oder Caligula oder anderen Diktatoren, die Menschen massenweise umgebracht haben und so weiter. Und deshalb, wenn sie auch versuchen, diese, ich sag mal, Satanisten oder Schwarzenmagier oder sowas zu spielen, fallen die energetisch auch in diesen, sage ich mal, stärkeren, ja genau, in die stärkeren Systeme zurück, und man sollte denn gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken und gar nicht so viel hineininterpretieren in diese Leute und diese Hollywood und so weiter und in diese ganzen Superstars. Okay? Weil ich habe ja auch von einem Parapsychologen gehört, der ist ja auch ziemlich viel rumgekommen und der ist ja auch mal auf so eine schwarze Messe mal gekommen, so mehr aus Neugier. Und da hatten irgendwelche Leute sich als Vampire ausgegeben und als Vampire ein Ritual durchgeführt, sich verkleidet und irgendwo so am Friedhof mit viel Hokuspokus und so weiter. Und dann hat ihr als Yoga-Praktiker alleine den Egregor ist so ein Energiefeld, der Stechmücken aufgebaut, die sind ja auch Vampire und Blutsauger. Und alleine durch diese Konzentration und Aufbau der Energie der Stechmücken hat er dieses angeblich Potenzial von diesen Vampiren oder Schwarzmagiern um einiges übertrumpft, so dass er denen die ganze Energie genommen hat und diesen ganzen Spuk aufgelöst hat, sozusagen. Also allein dadurch, durch die Konzentration auf Insekten, auf Tiere und so weiter, auf die Erde. Ich weiß nicht, wann war denn die Vogelgrippe vor, sage ich mal, vor 10 Jahren, 20 Jahren? Nee, 15 Jahre? Nee, 5 Jahre. Vor 5 Jahren, okay. Angeblich sprechen diese Esoteriker auch darüber, vor der Zeit der Vogelgrippe, als viele Vogelschwärme noch durch die Lande geflogen, gezogen sind,
war die menschliche Energie die auch noch eine ganz andere, dass man sich mehr über das Anahata Chakra auf die Energie konzentrieren konnte, der Natur. Ja, Wald, Vögel, also diese Vogelschwärme, See und Wasser, und man hat sehr viel Energiepotenzial über das Anahata Chakra, über die Natur aufbauen können. Und seit der Zeit der Vogelgrippe ist energetisch auch was passiert, irgendwie so ein einschneidender Wechsel, so dass man diese Energie über das Anahata gar nicht mehr aufnehmen kann. Und dann kann man das natürlich das weiter ausführen und sagen, dass die Menschen sich nicht mehr so richtig lieben oder nicht mehr lieben können und kein zusätzliches Energiepotenzial mehr über die Natur aufnehmen können, sondern das passiert jetzt leider nur durch das Reich der Mineralien und durch Steine. Also wenn man als Yoga-Praktizierende sich auf irgendeine Energie einstellt, durch gewisse lange Meditationspraktiken, ihr könnt es auch versuchsweise mal probieren, dass ihr euch auf Steine, auf das Reich der Mineralien konzentriert und dadurch versucht, ein zusätzliches Energie- oder Gesundheitspotenzial aufzubauen. So. Das ist auch eine Theorie oder Hörensagen. Probiert das auch, vielleicht funktioniert das bei dem einen oder anderen. Und ihr versucht es vielleicht so mental oder gedanklich nachzuvollziehen und so weiter. Also passiert sehr viel auf der Erde, was wir gar nicht vielleicht verstehen oder was wir gar nicht glauben möchten und gar nicht wissen, was uns aber alle angeht. Und jetzt noch doch noch ein letzter Punkt, bevor ich aufhöre. Auch noch ein Gedanke, es hat auch ein Freund von mir mal gesagt, ja, er ist auch so ein bisschen Yoga-Praktiker und gesagt, das geht mich doch gar nichts an, was um mich herum passiert. Ich verschließe mich irgendwo und ich gehe einfach hier raus aus der Gesellschaft oder aus dem System gehe ich einfach raus. Aber unser System ist unsere Erde. Und es ist so, wie wir sitzen sowieso alle im selben Boot, egal wie hoch wir uns auf die Berge begeben oder wie weit wir uns im Wald verstecken, ist es sowieso das gleiche Boot. Und einer bohrt in dieses Boot ein Loch hinein und da sagt er, ja, der bohrt ja eh nicht in meinen Fuß durch. Also mir tut es ja gar nicht weh. Aber letztendlich geht das ganze Boot dann unter. Also es geht uns letztendlich doch alle an, was passiert. Man kann sich halt, wir haben nicht die Möglichkeit, irgendwie auf andere Planeten wegzufliegen und zu sagen, okay, was hier auf der Erde passiert, also nach mir die Sintflut und so weiter. Vielleicht können das irgendwelche Wesen schon, die keine Seele haben, die auch keine Erinnerung haben an die früheren Leben, aber halt für uns ist das ein bisschen eine andere Angelegenheit. Gut, also in diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit.